Willkommen bei talradler.de. Heute bin ich hier am Haspel und ich habe mir Verstärkung geholt von den Uniradlern. Ihr seid die Uniradler, was ist das genau? Das ist eigentlich eine Facebook-Gruppe und wir beschäftigen uns damit Fahrradfahren zur Uni und was man da verbessern kann oder dass es das überhaupt gibt. Und heute sind wir hier, um ein Vorurteil zu widerlegen. Und zwar, Simon? Dass man mit dem Fahrrad nicht zur Uni fahren kann und wir beweisen jetzt das Gegenteil. Cool, dann werden wir das jetzt machen. Vom Campus Haspel geht es erstmal zurück zu unserem Ausgangspunkt am Neuenteich. Wir stehen jetzt hier am Kreisverkehr Neuenteich und zwar ist das der beste Zugang, um von der Trasse runterzukommen, wenn man zum Haspel kommen will. Wenn man da hochfährt, dann kommt man zum Zugang Rudolfstraße und da wissen wir ja, die Trasse führt von Vohwinkel bis Lichtenhausen und hat damit guten Zubringer aus allen Ecken von Wuppertal. Und dann können wir in die Richtung, Richtung Haspel fahren. Dieser Radweg ist nicht benutzungspflichtig und wie man hier jetzt gleich sehen kann, geht er zwischen den parkenden Autos und den Häusern vorbei und ist damit ziemlich gefährlich, eher mit den Fußgängern da. Hinzu kommt, dass hier eine Einfahrt ist, wo die gerne vorne ranfahren und dann nicht schauen, ob da noch ein Radfahrer kommt. Die Entscheidung, hier auf dem Radweg zu fahren, war für mich auf jeden Fall die falsche Entscheidung. Während ich hier fast umgefahren werde, fahren Simon und Kirsten locker weiter. Und jetzt sieht man, wir sind schon am Haspel. So schnell geht das und so einfach geht das. In der Tat, so schnell und so einfach ist das. Schauen wir uns das Ganze mal auf der Karte an. Eigentlich sind wir vom Neuenteich nur über den Hofkamp und die Haspler Straße zum Campus Haspel gefahren. Den Neuenteich erreicht man sehr gut aus den Wohngebieten in Elberfeld, aber auch von der Nordbahntrasse. Im zweiten Teil unserer Serie zeigen wir dann den Weg vom Haspel zum Busbahnhof an der Ohligsmühle.